wrote it down and read it out, hoping it would save me. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen am Montag. Und wir starten heute wieder rückenfit. Und ich hatte jetzt extra schon mal im Bild die ganze Zeit die Wasserflasche hingestellt, damit ihr wisst, dass wir heute nochmal eine Wasserflasche brauchen. Das hat ja letzte Woche ganz gut geklappt, denke ich, mit dem Training. Und ein bisschen Gewicht schadet nichts im Training, um die Intensität ein bisschen zu steigern. Das heißt, wenn ihr eine Wasserflasche jetzt parat habt, sehr gut. Wenn nicht, überhaupt nicht schlimm, ihr habt nachher auch nochmal die Möglichkeit, einen zu holen. Oder jetzt noch schnell, falls die Küche um die Ecke ist. Ansonsten könnt ihr euch schon mal aufstellen. Lassen wir natürlich noch jemanden rein hier. Ja. Gut. Und was natürlich auch, also wenn ihr jetzt sagt, ah nee, ich möchte nicht mit Gewicht trainieren, lasst ihr die Flasche weg. Also ihr könnt auch alle Übungen ausführen ohne Gewicht. Das ist überhaupt kein Problem. Wir wärmen es erstmal ein wenig auf. Wir starten erstmal in den Tag. Beginnt euch erstmal wieder Hüftbein aufzustellen, Fußspitzen Zunge nach vorne, parallele Füße, Beine ein bisschen soft, gebeugt. Und dann beginnt ihr mal hier mit dem Fersen heben und senken. Lasst die Arme locker hängen, Schulter ganz entspannt, einfach hängen lassen. Ferse hoch und ab. Ihr seid aufrecht, das heißt auch eine schöne Streckung, ganz lang. Bauchnabel zieht ihr nach innen. Einmal nach innen zur Wirbelsäule ziehen, ein bisschen Grundspannung hier im gesamten Bereich, auch Beckenboden zu haben. Kiefer ist locker, versucht den Kiefer immer während der gesamten Stunde locker zu lassen. Die Nase einatmen, dass die Mund immer gleichmäßig ausatmen. So, zur Musik werden wir jetzt nochmal ein bisschen dynamischer, nehmen die Arme mit, ihr macht weiter. Versuchen ab. Hoch, ab, hoch, ab, zieh, zieh, zieh. Und die Arme gehen dynamisch mit. Diagonal. Zieh, 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 zieh. Ferse hoch und ab. Gut. Viermal noch. Drei. Noch zwei. Und dann gehen wir über in den Marsch. Das heißt, die Beine heben und senken jetzt. Arme gehen mit. Tipp, tipp, tipp. Bums feste. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Schöner Marsch. Zieh, zieh. Arme gehen vor, zurück, Schulterbereich, wird aktiviert. Und dann marschieren wir mal weiter, da atmen durch die Nase ein und nehmen die Arme mit nach oben, okay? Wieder aus, und tief ein. Alle Rundlinge sind drei. Und wieder Marsch, tipp, tipp, tipp. Gut, Arme locker lassen. Und jetzt mal die Schultern kreisen, während wir marschieren. Schaffen wir das Multitasking? Liebe Männer, schaut's klappt. Arme lang lassen, ihr kreist weiter, da möchte auch jemand mitmachen. Schöner Marsch. Und in eurem Rhythmus kreist ihr die Schultern. Schön kreisen, euren Rhythmus. Zieh, während es marschiert. Zieh. Und jetzt mal ein bisschen mehr öffnen. Großer Petsyball. Links und rechts und den Petsyball kreisen. Zieh. Handfläche zum Boden. Schiebe. Und noch ein bisschen mehr. Hoch. Und kreis. Lang. In den Schulterbereich mit. Zieh. Und zwei noch. Wieder ein bisschen tiefer. Und mehr marschieren. Arme lassen wir locker hängen. Locker, locker, locker. Und nehmen die Arme wieder mit. Tipp, tipp, rechts von der Seite. Ruhig dynamisch. Zieh euch weiter. Richtig mit Power. Oberkörper geknickt. Bauch entspannen. Tipp, tipp, tipp. Noch vier, drei, zwei. Und jetzt tipp nach vorne im Wechsel. Rechts und links. Und dann nehmen wir nochmal das Schulterkreisen mit. Auch hier rechts und links. Schön die Arme hängen lassen. Arme hängen lassen, tipp, tipp, und beide Schultern, tipp, und dann gehst du jetzt nochmal ein bisschen tief und hoch, tipp, tipp, immer beim Hochgehen, tippen wir und greifen die Schultern, zieh, 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 vier noch, drei, jetzt nicht mal zu schnell, wir machen langsamer. Letztes Mal, lass die Arme locker und geh auf die Ferse, geh auf die Ferse,
Handfläche, schöner Fächer, Finger, Tipp, Ferse, Tipp. Und Punkt nach hinten. Schildpunkt nach hinten, Arme lang, Ferse, Ferse. Ihr macht weiter, Tipp, Tipp. Schöne Streckung hier, langes Bein, lang, lang. Rum vor, zurück. Vor, vor. Vier noch. Drei. Zwei. Zurück in den Marsch. Tipp. Gut, wir marschieren weiter, nehmen die Arme wieder wie eben in den Fächer. Und jetzt öffnet und schließt ihr mal die Faust. Tipp, tipp, tipp. Schön marschieren. Auch hier, wenn ich zu schnell bin, bitte gerne langsam. Ja, das ist alle meine Kids. Und während wir jetzt hier marschieren, weiter die Faust, weiter, weiter, auch wenn die Hände nicht sehen. Weiter, 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 weiter. Ein bisschen beugen und ziehen. Auch zu die Hände, auch zu. Dynamischer. Auch zu die Hände, auch zu. Bleib auf Schulternhöhe. Sag uns mal die Hände locker hier. Und mal eine Runde, aber diesmal nach vorne. Und zurück. Faust auf und zu. Zieh. Und zieh. Arme. Zieh. Und auf. Und zieh. Weiter Marsch. Weiter geht's. Spine off. Vor. Auf zu. Let's smile. Oh, locker schwingen. Zeig dir eine Seite. Mach mal einen Buckel. Achtung, schwing hoch. Ferse hoch. Zieh. Ferse hoch. Schön weiter, Ferse hoch. Gleich habt ihr das Wort abgeschafft. Was 10 Minuten das Wort? Hoch. 4 lang. 3 lang. 2. Bleib oben. Und jetzt lauf mal ein bisschen vorn zurück auf der Fußspitze. Währenddessen zieht ihr euch rechts und links. Während ihr lauft. Rechts und links ziehen. Weiter, weiter, weiter. Zieh. Vor und zurück. Schlagen über diese Mitte. Bleib zur Mitte. Zieh weiter mit den Armen, setz die Füße ab. Und dynamisch jetzt. Zieh. Schieb die Hände. Letztes Mal. Marschieren. Ihr marschiert weiter. Seid ein bisschen warm geworden? Ich hoffe. So, und jetzt kommen noch ein bisschen die Beine dazu, dass wir uns warm machen. Und zwar gehen wir einfach nur locker auf, zu und zu. Auf und auf, zu und zu. Auf und auf, zu und zu. Tipp, tipp. Und während wir die Flasche wieder mit einsetzen, aber natürlich andere Übungen als letzte Woche. Die Abwechslung da noch ist. Das kriegen wir trotzdem. Die Abwechslung kriegen wir trotzdem. Und auch wenn wir nicht die Gegenstände zur Verfügung haben, wie wir normal im Kursraum haben, das geht trotzdem. So, jetzt versucht mal ein bisschen tiefer zu gehen. Tief, tief. Und zwar geht jeder nur so tief, wie es sich gut dabei fühlt. Okay, nachher wechseln wir noch. Wichtig ist darauf zu achten, bevor ich die Musik lauter mache. Probo raus. Und wenn ihr tief geht, Rumpf geht gestreckt nach vorne, wieder hoch. Tief. Wieder hoch. Okay, Arme geneckt. Vor. Gleich von der Seite.
Schön lang. Okay, leicht vor und wieder zurück. Vor, wieder zurück. Das machen wir alleine weiter. Zurück, zurück. Vor, vor, zurück, zurück. Oberkörper vor. Und roll ab von der Ferse. Zwei. Wechsel die Seite, linkes Bein. Abrollen. Und immer Oberkörper vor, zurück, vor, zurück, vor. Arme gehen mit. Schön tief gehen, tief. Jetzt wird's warm, oder? Jetzt sind wir gleich perfekt vorbereitet. Schönes Abrollen. Zeigst du mal von der Seite hier nach vor weiter. Vor. Ich streck, hier, ich streck. Ganz lang. Okay, vier. Drei. Letztes Mal. Komm in den Marsch. Gut. So. Beide Hüfte frei, dann tapp hier nach. Arme lang. Nur noch rechts hin. Beide Dinge beugt. Halte das Bein lang. Mach das weiter, bitte. Sehr gut. Vor allem hat sich mal die Musik ein bisschen lauter, gell? Ein bisschen Motivation. Ihr wählt jetzt hier selber, ob ihr das Bein anhebt. Also über den Boden haltet hier. Oder tippt zum Boden. Das überlasse ich euch selber. Anheben tun wir alle. Aber ob ihr tippt oder gerade haltet, dürft ihr selber bestimmen. Was ihr jetzt ausführt, ist mit der Handfläche zum mir nach vorne zeigen. Daumen zur Decke. Arme ein bisschen gebeugt. Und jetzt schau mal auf meine Oberarme. Oder hier auf die linke Arme hier oben. Haben wir alle. Bitte? Haben wir alle. Egal wie sehr wir trainieren. Jetzt, wenn ich anspanne, dann ja. Und jetzt schau mal, wenn ich jetzt anspanne, zack, und diese Anspannung haltet ihr während der gesamten Übung und zieht zusammen, zieht, zieht. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Schräglage und die Arme gehen auch in eine Schräglage und stellt euch vor, wir sind in einem Wasserbecken und haben den Widerstand von dem Wasser. Und wir wollen es wegdrücken, das Wasser. Und wegdrücken. Und wenn es im Standbein unangenehm ist hier, dann tappt ihr zum Boden. Hier, tapp. Kurz entlasten das Standbein, kein Problem. Okay. Achtmal. Und versucht nach hinten ein bisschen mehr in die Dehnung für den Brustbereich zu gehen. Das heißt, schieb nach hinten, schieb nach vorne, zieh nach hinten. Schieb nach vorne, zieh nach hinten, schieb vor. Hälfte ab, zieh. 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 Halte. Und auf geht's. Paddel. In der Schräglage. Geh ein bisschen mehr in die Schräglage, wenn möglich. Ansonsten alternativ hier. Kein Problem. Paddel weiter. Schrägbaumuskel. Hier. Bein hoch. Unterer Rücken. Brustmuskel. Schulter tief. Und paddel. 8 Sekunden. Auf geht's. Weiter, weiter. 4. 3. Langsamer werden. Hände ans Becken und Chat rechts und links. Gut. Kurz mal lockern. Ah, der gesamte Rückenstrecker ist aktiv, also die Muskulatur, die links und rechts an der Wirbelsäule entlang läuft. Gesäßmuskel spürt ihr. Ja, untere Rücken intensiv. Und jetzt schauen wir mal, dass wir nur links tappen. Tipp, tipp. Wir haben auch eine andere Seite. Oberkörper seht ihr schon ein bisschen schräg. Das wäre jetzt gerade aufrecht. Ich bin schon ein bisschen schräg. Daumen nach vorne. Das Standbein ist wieder ein bisschen gebeugt. Und schaut leicht nach rechts in die Richtung. Atmen. Tipp. 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 Wollen wir die Arme mitnehmen?
Genau, wir sind die Arme hier, die Flügelbewegung. Wie gesagt, das muss jetzt nicht in meinem Rhythmus sein. Also es kann auch immer mal ein Ticken langsamer sein. Ich ziehe mit, viermal noch Tempo. Und dann ziehen wir lang. Daumen zur Decke. Okay, Fußspitze ran, zack, Bein gestreckt. Und dann hoch, ab. Hoch, ab. Und bitte wieder so leicht in der Schräglage. Schulterblatt tief. Arme leicht gebeugt. In der Schräglage. Das ist der gerade. Wir sind aber in der Schräglage. Auch wenn ihr den Kontakt zum Boden sucht, bleibt ihr in dieser schrägen Position. So, guck nochmal auf meine Arme. Nicht angespannt. Wir spannen an. Zack, hier. Jetzt kann ich nichts mehr wackeln. Anspannen. Schön anspannen. Also ihr merkt einfach den Unterschied zwischen der Spannung. Ja, wenn man trotzdem noch ein bisschen wackeln kann, ist das jetzt nicht schlimm. Wenn ich das jetzt einer hinter der Kamera sitzt und sagt, aber ich kann immer noch. Egal, ihr spannt an. Der Muskel ist aktiv, trotzdem. Ziehen. So, und wir schließen und öffnen. Schließen. Und bleib in der Schräglage. Zieh das Bein hoch. Bis zur Spannung. Und wir selber relaxed. Oder in der Luft hältst. Zieh. Atme aus, atme ein, atme aus, atme ein. Und du ziehst nach hinten die Schulterblätter zusammen. Nach vorne drückst du die Hände. Schick vor. Wir haben wieder die Vorstellung Wasserbecken. Zieh. Und zieh. Atme aus. Komm, acht schaffen wir. Zieh. Nach hinten schieben, vorne drücken. Nach hinten schieben, vorne drücken. Und Hälfte habt ihr. Hälfte. Vier. Zwei. Und dann versuchen wir wieder unten zu halten. Und los geht's, paddeln. Entweder alternativ hier. Paddel, paddel, paddel. Oder oben halten. Und hoch, hoch, hoch. Paddel mit Power. Schulter ziehen. Standbein ein bisschen gebeugt. Und zieh Paddel, alle Power, Schulter tief. Arme ein bisschen gebeugt, Finger geschlossen und 8 Sekunden, zieh. Komm mit Power. Weiter atmen. 4. Schön ziehen, ziehen, ziehen. Langsamer werden. Und marschieren, locker. Sehr schön. Noch einmal locker lassen, ein bisschen kreisen, wenn ihr wollt. Sehr gut. Und dann schwingen wir nochmal, wie beim Warm-up, Puppel machen, schwingen und nach oben schwingen, strecken. Gut. Wer jetzt mit Wasserflasche trainieren möchte, der marschiert zu seiner Wasserflasche und nimmt sie als Gewicht, als Ersatz. Gerade wenn ihr Glas habt, so wie ich, schaut, dass sie nicht auf den Boden, dass sie wirklich vermeiden, dass sie auf den Boden fällt, dass sie gut festhalten. Wir tappen jetzt wieder rechts und links erstmal aus der leicht gebeugten Position immer das Bein strecken. Okay? Halte hier auf Brusthöhe, die Flasche fest, lass die Schulter tief, Ellbogen zur Seite, Oberkörper aufrecht, tipp, tipp. Und denk wieder daran, Bauchnabel nach innen ziehen. Ja, du spannst mit dem Beckenboden an. Also als wir ganz dicht auf Toilette müssen. Und ihr versucht alle Körperöffnungen zu schließen und sich von unten nach oben hochzuziehen. Wie so ein Aufzug, ja? Also Körperöffnungen schließen und dann versuchen, sich bildlich vorzustellen, dass ihr sie von innen nach oben hochzieht. Und diese Spannung halten. Und dann habt ihr euren Beckenboden. Und das könnt ihr immer versuchen, während der gesamten Rückenfitstunde. Oder auch im Alltag, ne? Auch im Alltag wichtig. Immer mal wieder diesen Aufzug sich vorzustellen. Okay, genug geredet. Rechts. Rechts hätten wir. Das Gewicht lassen wir hier. Und dann heben und senken wir wieder. Hoch, ab. Hoch, ab. Standbein ist gebeugt. Das, was arbeitet, ist gestreckt. Und ihr wählt. Tappt ihr oder haltet in der Luft. Was wir alle machen, ist, dass wir in die Schräglage gehen.
Ihr merkt, wir schwingen Bauchmuskeln, auch wichtig für unsere Rückenmuskulatur, unsere Rasett, was uns aufrecht hält. Deswegen arbeiten wir auch hier für die Körpermitte. Zieht sich bis hier Abduktion. Beinmuskulatur, Gesäßmuskel und gleichzeitig untere Rücken. Auch für eine aufrechte Haltung ist, dass wir den oberen Rücken, aber auch den Gegenspieler Brustmuskel trainieren. Das machen wir jetzt mit der Wasserflasche. Und zwar öffnen wir, wenn wir das Bein hochnehmen. Achtung. Ziehen, schließen. Jetzt wechseln. Ziehen, schließen. Ziehen, schließen. Jetzt merkt ihr durch das Gewicht der Wasserflasche, müsst ihr auch noch mehr auf euer Gleichgewicht achten. Also sensormotorisch haben wir jetzt auch noch einige Faktoren dabei. Gleichgewicht. Schieb. Und. Schulter tief. Zieh. Wir ziehen nach hinten, drücken nach vorne. Ziehen nach hinten, drücken nach vorne. Ziehen nach hinten, drücken nach vorne. Viermal noch in Kombination mit dem Bein. Drei. Zieh. Zwei. Schieß. Okay, letztes Mal. Dann machen die Arme zwar weiter, aber die Beine stellen wir halt wieder auf. Stell dich schön den ganzen Fuß auf. Wenn du kurz hier lockern möchtest, locker. Ansonsten wieder aufstehen, ich zeige es von der Seite. Hier ein bisschen gebeugt. Ne? Streck, Bauch wieder anspannt. Zieh. Und zieh. Greife mit durch die Wasserflasche. Zieh. Und schiebe. Viermal. Drei, schafft ihr. Gut, zwei, schön. Zieh und zieh. Ist nur eine Wasserflasche, es ist nicht gemein mit zwei. Letzte Runde. Und dann zur Mitte. Achtung, greife mittig. Tief, hoch. Na, über den Kopf, geh kurz noch ein bisschen tiefer, damit ihr es seht. Hier über den Kopf und wieder tief. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne euch ein bisschen mehr hinsetzen, dann geht es mehr in die Beine. Tief. Immer Bauch anspannen. Denk an den Beckenboden. Zieh die Körperöffnung von unten nach oben hoch, wie ein Aufzug. Innen hochziehen. Und wenn du diesen Schwung hast, musst du darauf achten, dass hier nicht das hier passiert, sondern wirklich Stabilität herrscht. Fuß unter den Boden drücken und nur spürbar, nicht sichtbar, zueinander schieben. Ziehen, ziehen. Okay. Vier. Drei. Zwei. Wenn ihr bereit seid, macht ihr direkt weiter. Ansonsten könnt ihr kurz die Arme auch ausschütteln. Wir halten oben und jetzt hier im Wechsel. Über den Kopf. Zack. Zack. Wie gesagt, wenn ich zu schnell bin, langsam. Ziehen, hoch. Ziehen, hoch. Wechsel das Gewicht. Und hoch. Arme sind immer leicht gebeugt. Schau mal auf meine Arme, die sind immer gebeugt. Ob ich hochgehe oder ich hier bleibe, immer gebeugt. Zieh. Hoch. Und hoch. Vier nach. Zehn. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Letzte Runde rechts und links nochmal. Greifen über den Kopf und geht tief und hoch. Schieb, zeig von der Seite. Über den Kopf, ab. Hoch, ab. Und ab. Vierer. Zieh. Und das letzte Mal. Einmal locker lassen, marschieren. Egal, ob rechts oder links greifen. Kreis die Schulter.
ganz normal die Seite wechseln, dass die andere Schulter auch locker kreisen kann. Auslockern. Wir haben noch die andere Seite, könnt ihr euch erinnern? Das Tappen kommt natürlich noch. Tap, tap, Stampfen die Bosch. Tap, tap. Okay, greif schon mal hier auf Brusthöhe nach vorne. Schulter tief, greif mittig von der Flasche. Tap, tap. 4, 3, 2, tief hoch, hoch. Und hoch, geh ein bisschen in die Schräglage, schief. Beine sind gestreckt, Fußspitze angezogen. Standbein gebeugt. Und wir ziehen. Auf. Auf. Mach dich auf, ganz lang. Schulter wieder zusammenziehen. Zieh. Arme immer leicht gebeugt. Ausatmen. Und gleichmäßig. Und lang machen. Brustkorb aufpumpen mit der Luft. Wieder ausatmen. Und ihr wählt, ob ihr tappt oder in der Luft haltet. Ziehen. Ah, nochmal hier Motivation, Musik mit Trommeln. Ziehen. Und Bauch entspannen. Bisschen mehr Schräglage für die schrägen Bauchmuskeln. Ziehen. So, die Arme spürt ihr, gar keine Frage. Schulter, Nacken, auch dabei, braucht ihr. Gerade in dem Homeoffice sein, ihr braucht einen starken Nacken. Vier noch, starken Rücken. Oder wenn ihr vielleicht Gartenarbeit tätigen wollt heute, auch das, ne, merkt man dann. Zieh. Letzte Runde. So, halt in der Mitte. Halte, halte, halte. Geh langsam tief. Diesmal machen wir nicht weiter, weil wir schon eine Runde hatten. Hoch und tief. Zieh. Auch hier verkürzen wir das. Immer noch viermal. 3, 2. Gut. Und jetzt Achtung, gehen wir hier in die Flies. Öffnen im Wechsel. Schließen. Hoch. Schließen. Hoch, zeig's von der Seite. Ihr macht weiter. Hoch, ab, hoch, ab. Und die Arme sind auch hier immer gebeugt. Schieben. Und während wir das jetzt machen, gehen wir in den Sitz. Wir wollen uns vorstellen, dass wir uns hinsetzen. Und gleichzeitig geht der Rumpf aus der 12 Uhr mindestens auf 2 Uhr Stellung. Seht ihr das? Schieben. Greif, zieh. Greif, zieh. Zeige ich es einmal von vorne. Füße immer noch parallel zueinander. Zieh. Und ausatmen. Und bleib tief. Als würdest du dich hinsetzen wollen. Bauchfeste. Handrücken zur Decke. So wird man es besser noch. 4. Und 3. 2 noch. Letzte Runde rechts und links. Und zur Mitte, Arm zur Kniebeuge. Tief. Als würdet ihr die Flasche hinstellen wollen. Hier. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Als würdet ihr euch hinsetzen wollen. Aber richtig weit unten ist der Stuhl. Das ist ein Mini-Hocker. Und tief. Mini-Hocker und wieder hoch. Mini-Hocker und wieder hoch. Atme aus. Und wieder. Beckenboden anspannen, locker lassen. Anspannen, locker lassen. Anspannen, locker lassen. Schulter tief. So, beim nächsten Mal stell dir die Flasche hin. Und wieder hoch. Und in die Arme mit. Arme mit. Und tief. Tief. Ihr habt es fast im Stamm geschafft. Tief. Und tief. Noch ein bisschen weiter runter. Mini-Hocker. Wo ist der Mini-Hocker? 4-mal. 3, 2. Gut. Bleib oben. Hoch. Ah, 2 extra aus der Schnelligkeit. Hier hoch. Ganz leicht.
Sprung ganz leicht wechseln. Halte. Halte. Atmen. Und hepp. Und hepp. Von der Fußspitze zur Ferse abrollen. Ihr könnt natürlich auch hier locker wechseln. Ich muss kein Sprung sein. Und hepp. Wichtig ist, dass ihr diesen Sprung sanft ausführt. Abrollen. Alles aufs Knie geschoben. Und ein bisschen gebeugt, hier das Standbein. Jetzt wieder wechseln. Hepp. Und nochmal. Hepp. Und jetzt wird schneller. Hepp. Und wieder. Hepp. Wechsel. Zack. Zack. Wechsel. Wechsel. Genau. Immer nur eine Sekunde halten, direkt wechseln. Wechsel. Halten. Hepp. 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 Letztes Mal rechts und links. Zack. Und marschieren. Gut. Ich bin Gleichgewicht zu spüren. Okay, ihr habt 30 Minuten im Stand geschafft. Wir gehen nach unten. Lass es mal locker. Bisschen ausmarschieren. Und dann geht ihr mal was trinken. Holt euch mal was zu trinken. Oder nehmt die Flasche, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Könnt ihr auch gerne die nehmen, wenn ihr keine andere parat habt. So, dann holt euch eure Matte und wartet bitte, die geht zusammen runter. Entschuldigung, ich bitte. Guten Abend, bitte. Es geht zum Boden nach unten. So, dann hattet ihr ein kleines Päuschen. Ich hoffe, das genügt. Dann sucht ihr euch eine Seite aus. Ihr könnt auch die Schuhe ausziehen. Ne? Ich mache das jetzt auch. Wir sind ja alleine. Jeweils zu Hause. Können wir auch die Schuhe ausziehen? Keine Löcher in den Socken? Okay, dann kann ich das machen. Okay, Beine gestreckt, Arme locker. Oh, langsam zieht jeden Vierfüßlerstand. Und jetzt legt ihr mal die Füße ab und schiebt mal den Popo nach hinten und streckt die Arme weg. Lass den Kopf locker, mal richtig die Arme nach hinten. Ganz weit wegschieben. Ein bisschen krabbeln auch. Ein bisschen krabbeln. Und dann kommen wir wieder hoch. Okay. Wir nehmen die Hände unterhalb der Schulter. Wenn jemand sagt, mir ist das unangenehm, ich bin auch so ein Kandidat, dass ich es immer schnell im Handgelenk spüre, dann könnt ihr gerne auch die Faust aufstellen. Kein Muss. Wie gesagt, nur wer möchte. Faust oder Handfläche. Fußspitzen stellen wir auch auf. Wir sind im Vierfüßlerstand, Knie unterhalb eures Beckens. Und Bauchnabel ziehen wir nach innen und natürlich wieder Beckenboden mit beachten. Und jetzt versuchen wir mal aus der Kraft der Körpermitte die Knie anzuheben. Und hier zu halten. Bauch fest. Sehr gut. Halten, halten. Und durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Wenn ihr zwischendurch absetzen wollt, macht das. Kein Problem. Es soll dann auch machbar sein. Ihr habt einen schönen Tisch, da könnten wir jetzt was abstellen. Und jetzt versuchen wir mal hier kleine kurze Bewegung. Hoch und ab. Versucht das gesamte Gewicht von den Händen eher zu lösen und in die Körpermitte zu stecken. Dass ihr wirklich den Bauch anspannt. Und 8 Sekunden. Und schieb. Hoch. Hier noch. Gut, sanft absetzen und nochmal locker lassen. Schieb. Mach dich lang. Ganz schön, bitte nach oben krabbeln. Kopf locker lassen. Gerne auch mal in Brühestellung, wenn ihr euch rund machen wollt. Und hier mal so ein bisschen schieben im Wechsel. Genau. Oh, wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Einmal schaffen wir noch. Wieder Position Hand oder Faust, wie ihr wollt. Und dann schieben wir aus der Kraft des Bauchmuskels wieder die Knie von der Matte. Und wer jetzt große Lust hat, kann das rechte Bein ausstrecken. Und jetzt noch die kleine kurze Bewegung mit dem Knie hoch und ab.
8 Sekunden. Ansonsten bleibt ihr in der Basic-Übung, ne? Wie ihr wollt. Gut, wechsel die Seite. Bauch angespannt. Das Bein, was oben ist. Fußspitze angezogen. Knie hoch und ab. Bauch angespannt. Komm, zieh. Und 4, 3, 2. Langsam lösen. Einmal die Beine schließen versuchen. Fersen sitzen und die Arme locken. Bisschen abschütteln. Ab und zu. Sehr gut. Gibt eine gesunde Gesichtsfarbe. Sehr schön. So, dann geht ihr auf die Seite und von der Seite natürlich rückengerecht nach unten. Und wenn wir von der Seite unten angekommen sind, dann legen wir uns auf den Rücken. So, dann könnt ihr euch nochmal strecken. Nochmal die Beine lang, nochmal die Arme lang, zieht hoch. Und seht ihr, mein Rücken hebt auch ein bisschen an. Strecken, 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 Richtung ziehen. Und nochmal die Gegenbewegung, ein Knie ranziehen, das andere und zack, in die Hundbewegung, hin auf die Brust. Und dann legen wir langsam wieder ab, stellen die Beine auf. Wir werden uns jetzt ein bisschen mehr auf die Körpermitte konzentrieren, der Rücken darf kurz pausieren, was die Kräftigung angeht, macht aber mit, was die Dehnung betrifft. Dann geht auf den Fuß und ganz auf Fuß stellt ihr auf, Beine leicht geöffnet und auch hier zwischen Waden und hintere Oberschenkel ein wenig Platz lassen. Oft sieht man nämlich das hier, deswegen sage ich extra nochmal etwas öffnen. Bisschen Freiraum geben. Hände an den Hinterkopf und dann beginnt ihr mit dem Basic Crunch und ihr sucht euch einen Blick an der Decke, einen Punkt und diesen fixiert ihr und da wollt ihr euch hochziehen. Und zwischen Kinn und Brust bleibt fast immer eine Pause, da lasst ihr ein bisschen Platz. Und ihr stützt gerne die Hände am Hinterkopf. Ellbogen zur Seite und auch hier könnt ihr wieder an die Körperöffnung denken. Als würdet ihr die Körperöffnung nach innen hochziehen. Den Aufzug. Die Bauchnabel nach innen. Der Rücken kurz sanft vom Boden. Die gesamte Spannung haltet ihr. Was wir aber entspannen, ist der Kiefer. Den versucht ihr locker zu lassen. Alles, was den Kiefer betrifft, geht auch auf den ganzen Körper. Hört sich komisch an, ist aber so. Also wenn ihr den Kiefer entspannt lasst, könnt ihr euch mehr auf den gesamten Körper einlassen. So, ziehen und ausatmen. Ganz klassischer Basic Crunch erstmal. Man muss manchmal gar nicht so viel Experimente machen, auch wenn ich das gerne tue. Aber hier erstmal Basic Crunch. Spürt die Körpermitte, spürt die geraden Bauchmuskeln, spürt auch den Unterbauch, der arbeitet, der Oberbauch. Nehmen wir den Unterbauch und den Sieber mit, indem wir ein Bein erstmal anheben, als würden wir es auf einen Stuhl ablegen wollen. Dann das andere Bein. Dann ziehen wir die Fußspitzen ran. Halten immer noch, das Bein oben. Schön halten. Und jetzt tappt ihr mal diagonal immer auf die Knie, immer im Wechsel. Ein Knie. Tap, tap, tap. Immer schön ein bisschen tappen. Und da habt ihr eine Rotation im Oberkörper dabei. Schieb. Ausatmen und auf jeder Seite ab. Rücken sanft zum Boden. Schön tap, tap. Hälfte habt ihr. Und die Beine lasst ihr immer weiter weg. Ne? Manchmal kommen die immer näher. Nee, die lasst ihr schön weg. Umso weiter ihr sie wegschiebt, umso mehr spürt ihr die Bauchmuskeln. Letzte Runde. Gut. Und dann legen wir den Rumpf wieder ab. Lassen die Beine aber oben. Rumpf ist hier. Ja, locker lassen, Arme locker, Handfläche zur Decke, Schulter entspannt und jetzt schiebt ihr mal die Beine zueinander, streckt sie lang, macht sie ganz lang. Jetzt kommen wir zu den Froschbeinchen und zwar ziehen wir die Knie nach außen und die Fußsohlen schauen sich an. Hier. Und jetzt streckt ihr wieder hoch. Achtung, zueinander und wieder strecken. Zueinander und strecken. Zueinander und wieder strecken. Zueinander. Und atme ein und dann wegschieben. Und jetzt. Und jetzt gehen wir mit diesen Beinchen mal in eine Schräglage. Wie weit ihr in die Schräglage geht, das bestimmt ihr selber. Denn ihr merkt ja die Spannung in der Körpermitte. Die wird stärker.
so mehr ich die Beine von mir wegschiebe. Also, ihr guckt, wo eure Grenze ist und arbeitet hier weiter. Und dann denken wir uns, wir haben eine schöne Platte hier vorne. Und gegen diese Platte drücke ich jetzt das Gewicht weg. Kommt wieder zurück und weg das Gewicht schieben. Und wieder weg das Gewicht schieben. Und beim Ranziehen, Knie auseinander, spür hier die Dehnung schön auseinander, Fuß zusammendrücken und wieder wegschieben. Und in die Dehnung, zieh auseinander. Und wieder, zieh auseinander. Und jetzt heben wir den Popo ein bisschen an. Weg. Und Popo anheben. Weg. Und Knie auseinander, Popo anheben. Und letzten viermal. Schieb. Drei. Zwei noch. Und dann ziehen wir zu mir. Was? Zu euch. Und auseinander drücken. Schild auseinander. Fuß und zusammen. Und hier drückt ihr auseinander. Und schließen. Beine auseinander, locker. Und ein bisschen auslockern. Auslockern, auslockern. Nach oben rutschen. Perfekt. Wir nehmen die Arme auseinander. Auf Schulterhöhe mit der Handfläche zur Decke. Schließt die Beine zueinander und stellt sie auf. Jetzt könnt ihr sie ganz eng zueinander aufstellen. Und einfach mal pendeln. Pendeln mal nach rechts. Mal nach links. Lass die Arme lang. Versuch sie zum Boden zu drücken. Bis zum Schulterbereich, wenn möglich. Gerade wenn ihr zum Beispiel nach rechts pendelt, linker Arm drückt. Und wenn ihr nach links pendelt, rechter Arm. Und jetzt nehmen wir die Halswirbelsäule, den Kopf mit. Zieh in die entgegengesetzte Richtung. Und wieder andere Richtung. Zieh. Das macht ihr bitte einmal weiter. So, zieh. Und wieder die Seite wechseln. Schieb. Und schieb. Letzte Runde. Rechts und links. Und dann treffen wir uns in der Mitte. Gut. Wir nehmen jetzt nochmal was für den Bauchmuskel mit, bevor wir wieder nach zurückwandern, zurückkippen. Dann nehmen wir die Beine im Wechsel hoch. Strecken sie, ziehen die Fußspitze an. Und jetzt nehmen wir die Arme auch gestreckt hoch. Und zwar auf Brusthöhe. Handfläche zueinander. Ihr dürft die Arme gerne strecken. Und ich habe ein bisschen Platz. Schaut ihr? Ein bisschen Platz lassen. Und jetzt beginnen wir zuerst, Musik ist jetzt einfach mal unwichtig, das machen wir ein bisschen weg gerade, ne? Und jetzt beginnen wir mal zu pendeln, und zwar im Gegensatz. Das heißt, wenn die Beine nach links gehen, gehen die Arme nach rechts und im Wechsel. Immer eine Seite und wieder die andere Seite. Und entweder ihr schaut zur Decke oder ihr schaut den Armen immer so ein bisschen mit. Und jetzt testet ihr mal selber, wie weit ihr den Raum vergrößern könnt, ohne dass das hier passiert. Sondern wirklich versuchen, pendel, pendel, pendel. Und irgendwann merkst du, ah, hier ist meine Grenze. Jetzt muss ich hier die Körpermitte anspannen. Und jetzt aus der Kraft Seite wechseln. Ruhig mal ausprobieren. Probiert aus. Weiter, 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 weiter. Und irgendwann habt ihr die Grenze, sonst passiert, klack. Gut, der Fall ist nicht so hoch, aber trotzdem. Ziehen und wechseln. Testet selber. Probiert aus. Und wieder wechseln. Ja, jeder für sich. Ich sage jetzt mal nichts mehr. Beine gestreckt, Fußspitze angezogen. Und denkt ans Atmen. Denkt ans Atmen. Und ziehen. Wechsel, wechsel, wechsel gleich. Ja, man merkt, irgendwann geht man dann weiter vom Bewegungsraum, weil man sich mehr traut. Wenn man mal abrutscht, ist nicht schlimm. Dann könnt ihr euch schon mal überlegen, welche eure Lieblingsseite ist und da treffen wir uns. So, wenn wir jetzt hier da sind, Fußspitzen angezogen, halten wir 8 Sekunden, atmen und geht ruhig bis zur Grenze, dass die Bauchmuskel richtig spürt. Und atmen. Ein und aus. 4. Beine gestreckt. Und dann langsam wieder zur anderen Seite.
So, wenn wir hier sind und wieder halten. Arme parallel zueinander gestreckt, Beine gestreckt und halte bis zur Grenze. Da, wo es richtig, da, wo man es richtig spürt. 8 Sekunden. Beine gestreckt. Atmen. Und 4 Sekunden. Bauchnabel nach innen ziehen. 2. Langsam zurück. Ein kleines Päckchen machen. Gerne auch mal ein bisschen pendeln. Lass die Füße locker. Lass die Schulter entspannt. Du kannst den Kopf wieder ablegen und kannst gerne auch ein bisschen kreisen, wenn ihr wollt. So, einmal ein bisschen kreisen, massiert mal ein bisschen unteren Rücken. Atmen. Gut. Dann arbeiten wir jetzt als nächstes mit der Brücke. Körperbauch, Körper mit der Hand. Jetzt kommen wir mal hier. Zum Gegenspieler vom Bauchmuskel, der Rücken noch ein letztes Mal für heute. Wir stellen die Beine Hüftbreit auf wieder und ihr dürft jetzt bei dieser Übung selber wählen. Geht ihr auf die Fersen, spürt ihr es natürlich mehr im Beinbereich. Ihr könnt aber auch auf der Fußsohle bleiben. Lasst die Arme locker, Handfläche zur Decke, Schulter entspannt und hoch in die Brücke. Und dann könnt ihr selber testen. Also ihr wisst beide Varianten und ihr könnt gerne jeweils eine nehmen. Becken hoch, 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 hoch. Schön halten, jetzt spürt ihr wieder, hier können wir auch den Beckenboden wieder mit einbeziehen. Das heißt, wenn ihr auch hier so an eure Sitzbeinhöcker denkt, die versucht so ein bisschen zusammenzuschieben, Popo darf diesmal gerne anspannen und wieder daran denken, diesen Aufzug nach innen hochzuziehen. Drückt ganz weit oben, meistens geht immer noch ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, irgendwann wieder ein bisschen hoch, dann geht immer wieder ein bisschen nochmal wieder nach oben, weil automatisch während der Übung rutscht man manchmal minimal nach unten. Und dann gleich wieder hochziehen, dass ihr hier richtig die Spannung spürt. Und die Beine bleiben etwas geschlossen, ohne nach außen zu weichen, sondern schön nach oben bleiben. Atmen. Und jetzt versuchen wir mal im Wechsel die Beine zu strecken. Also lang und wieder ab. Lang und wieder ab. Und lang, ab. Lang, ab. Ich strecke es mit aufgesetzter Fußsohle. Fußspitze anziehen, ganzer Fuß aufsetzen. Bein strecken. Fußspitze anziehen, ganze Bein aufstrecken, lang und wieder ab. Ja, also ihr wählt selber, in welchem Bereich ihr euch befindet. Und atmet. Einatmen und wieder. Kiefer locker lassen, Schulter, Nacken entspannt, ihr habt den Popo oben. Und wenn ihr das Gefühl habt, es wird zu unangenehm, setzt zwischendurch ab und macht eine Pause. Schieben und schieben. Schieben. 4-mal auf jeder Seite. Zack. Lang. 3-mal. Lang. Schieben. 2. Schieb. Letzte Runde. Streck das Bein. Lass rechts gestreckt. Lass rechts gestreckt und beginn jetzt mal hier so ein bisschen vor und zurück zu pendeln. Vor und zurück. 8-mal. Hoch und tief. Atmen. Gut, die Hälfte noch. 4. Hoch und ab. Komm, gleich geschafft. Guck mal noch ein bisschen höher. 2. Und an dem letzten Mal direkt Beinwechsel. Hoch und ab. Linkes Bein gestreckt mit angezogener Fußspitze. Popo hoch. Und hoch und tief das Bein. Lass die Arme locker, lass den Schulterbereich entspannt. Kiefer locker. Und 8 nach 10. 7. Wenn es unangenehm im Bereich des Beckens Hüfte ist, dann kleinerer Bewegungsraum. Ne? Dann pendelt ihr nicht zu stark. Sehr gut. 2 noch. Eine Sekunde. Oh, noch einmal absetzen. Absetzen heißt beide Füße. Ne? Und hier jetzt heben und senken nochmal. Hoch. Und dynamisch. Hoch. Und ziehen. Ziehen. 8-mal. Und 7. Schieben. 6 noch, hoch, 5, 4, 3, 2 und Wirbel für Wirbel abrollen. Gerne einmal die Beine strecken, ein bisschen auslockern. Auch mal die Arme strecken, ziehen, ziehen, ziehen. Mal rechts und links ziehen in die Länge. Kleines Päckchen machen. Rund werden. Kinn auf die Brust, macht euch mal ganz rund. Popo anheben.
Atmen. Und dann die Beine aufstellen. Wirbel für Wirbel ablegen. Die Beine jetzt aufstellen, dass der ganze Fuß auf jeden Fall Kontakt hat. Die Arme lasst ihr locker abgelegt, ganz entspannt. Versucht jetzt mal in dieser Position wirklich komplett locker zu lassen. Wir üben jetzt eine Mobilisation nach der Übung aus, nach dieser Kräftigungsübung. Mobilisation und leichte Dehnung. Und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende der Stunde. Deswegen werden wir noch eine Kraftübung danach für den Bauch ausführen. Und dann habt ihr es geschafft. Dann geht es nur noch um Mobilisation und Dehnung. Also, zwischen Waden, Oberschenkel, Rückseite bleibt wieder etwas Platz. Und jetzt drückt ihr mal euren unteren Rücken hier unten. Da. Wirbel für Wirbel mit Kraft. Habt ihr das gesehen in meinem Becken, was sich da tut? Ich ziehe es ran zu mir. Ran. Und Rücken zum Boden drücken. Haltet ihr, haltet ihr. Weiter atmen, ich die Luft anhalten. Und jetzt versucht ihr mal Gegenbewegung, Rücken anheben, Popo drückt zum Boden, der Brustkorb öffnet sich, Bauchnabel schiebt raus. Und jetzt könnt ihr mal gucken, ob ihr hier zwischen Rücken und Matte durchgreifen könnt. Das sollte der Fall sein. So ein bisschen wenigstens, ihr müsst jetzt nicht ganz stark, wie ich jetzt den Arm beschiebe, aber hier sollte eine Lücke sein. Okay, das Tor schließt sich wieder, Wirbel für Wirbel zum Boden drücken. Und jetzt sollten wir hier diesen Bereich versperrt haben. Bauchnabel fällt in die Gegenrichtung, fällt nach innen, Becken zieht dran, Brustkorb macht sich klein. Und dann wieder beim Einatmen, hier als würden wir einen Luftballon füllen. Und Luftballon groß, Rücken anheben, Bauchnabel raus, schieben die Dehnung und wieder aus. Und wieder dynamisch, ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Den Wechsel. So dass der Rücken immer ein bisschen anhebt und wieder schiebt zum Boden. Anhebt und schiebt. Der Abstand zwischen den Beinen bleibt immer gleich. Wir arbeiten wirklich nur mit unserem Becken hier. Ja, das kippt und richtet auf im Wechsel. Und unsere Wirbelsäule, gerade Lendenwirbelsäulenbereich, arbeitet mit uns gemeinsam. Fühlt das in eurem Rhythmus aus. Macht das für euch, wenn ihr auch mal zwischendurch in einer Position kurz verweilen wollt. Dann macht das. Verweilt in der Position kurz. Schiebt nochmal nach, wenn es euch gut tut. Und dann schiebt ihr es wieder zurück. Und wenn ihr hier kurz verweilen wollt, macht das. Schiebt nach und dann wechselst du erst. Solange irgendwie noch eine kleine Dynamik dabei ist, für die Mobilisation vollkommen ausreichend. Gut, zur Mitte treffen wir uns. Lassen locker. Und genau das, was ich eben schon gemacht habe, diese Schütteln. Aus diesem Schütteln wird jetzt ein Schieben, und zwar zur Seite, rechts und links. Rechts und links schieben, die Fußsohle zum Boden drücken, Arme locker lassen. Seht ihr das? Ich schiebe jetzt hier nach rechts und nach links. Mein Becken bringt sich in eine Schräglage, rechts und links hochziehen. Jetzt wäre hier ein Faden, den ziehe ich jetzt hoch, lasse locker und jetzt ziehe ich hier hoch. An der Seite hochziehen und Seite. Machen wir jetzt mal weiter. Schön zur Seite hochziehen. Seite, Seite. Gut, jetzt haben wir ja einige Punkte gesetzt. Oben, unten und links und rechts die Punkte. Diese Punkte versuchen wir jetzt einmal zu verbinden, indem wir eine kreisende Bewegung mit unserem Becken ausführen. Eine kreisende Bewegung mit unserem Becken. Dabei bleibt der Rücken schon immer wieder zum Boden gedrückt, gerade wenn wir hochziehen. Wenn wir über die andere Seite tief gehen, hebt der Rücken ein wenig an. Jetzt schiebe ich hier zur anderen Seite und wenn ich jetzt wieder hochkomme, drücke ich meinen Rücken zum Boden. Aber was ich empfehle, gar nicht so viel nachdenken, einfach mal machen. Einfach mal kreisen, gar nicht so viel nachdenken. Nee, warte, jetzt hat sie gesagt, hier hoch, dann, nee, warte, nochmal. Machen, einfach mal machen. Und ihr merkt, wenn ihr gar nicht so viel nachdenkt, schließt auch gerne mal die Augen, dann läuft das von alleine. Dann nehmt ihr mal die andere Seite, kreist mal. Ihr könnt euch auch vorstellen, ihr seid im Stand, habt einen Hula-Hoop-Reifen und der soll oben bleiben. Und dabei muss ich das Becken auch kreisen. Hier, kreisende Bewegung. Good. Letzte Runde, Hula-Hoop. Und dann ziehen wir die Knie wieder ran, machen uns rund. Schöne Mobilisation ausgeführt, sehr gut. Und jetzt mal langsam ablegen, erst ein Bein strecken, dann das andere. Und ihr zieht euch nochmal lang. Atmen, ziehen.
Ausatmen, locker lassen. Gut. Jetzt schieben wir mal ein Klappmesser. Lasst mal die Beine locker liegen. Wir schieben hier nur ins halbe Klappmesser. Arme hoch vor und wieder tief. Kopf ablegen. Arme hoch vor und wieder tief. Wir gehen jetzt eine letzte Übung durch. Und dabei könnt ihr entscheiden, wie viele Stufen ihr davon mitnehmen wollt. Wenn ihr jetzt dieses Gefühl habt, der Nacken, das ist unangenehm, dann nehmt ihr einfach die Hände an den Hinterkopf zum Beispiel. Ne? Okay, jetzt nehmen wir mal das rechte Bein in das Klappmesser mit. Hoch und das linke Bein hoch und wieder ab. Und ihr atmet aus und wieder ein. Und, aber um den Nacken zu entlasten, legen wir ja schon immer den Kopf immer mal ab. Ziehen und wieder tief. Und ziehen. Jetzt kommt die letzte Stufe. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wo dann auch gleich beide Beine kommen. Und ihr wählt selber, ob ihr das ausführt oder ob ihr in dieser Programm bleibt. Also, wir lassen mal ein Bein schon mal hier oben, nehmen dann das andere Bein mit. Und wenn wir dann unsere Position haben, arbeiten wir hier in dem Klappmesser. Schieben jetzt zu den Beinen. Und die Beine bitte nur in die Schräglage bringen, so dass es für euch angenehm ist. Ja? Also, dass ihr den Rücken zum Boden belassen könnt. Die Spannung zwar in der Körpermitte spürt, aber es noch machbar ist. 8 Wiederholungen. Und dann habt ihr es für heute geschafft, was die Kraftübung geht. Und einatmen und Klappmesser zu. Komm, 4-mal noch Klappmesser heute. Fußspitzen angezogen, Beine gestreckt, Arme noch lang. Und die 2 nehmen wir noch mit. Und nach der letzten Runde Arme wieder über den Kopf, ein Bein aufstellen, dann das andere und ihr macht euch nochmal lang. Perfekt. Sehr schön. Und jetzt nehmt ihr mal den Rumpf nach rechts und krabbelt auch mit den Beinen mal so ein bisschen nach rechts, wie so ein Halbmond. Becken zeigt nach oben. Ihr habt euch nur in die Neigung gezogen und zieht mal richtig nach. Atmen. Tief einatmen und nach dem Ausatmen wieder nachziehen. Nochmal tief ein und nochmal ziehen. Dann wechseln wir mal die Seite sanft. Erst die Beine zur Mitte, dann den Rumpf zur Mitte. Die Hand wechseln zum Nachziehen. Erst der Rumpf schiebt nach links, krabbelt und dann geht die Beine mit. Lass den Kopf locker liegen, schau zur Decke. Und zieh nach. Schön nachziehen hier über die Seite, dass du die ganze Seite spürst. Und beim tief Einatmen versuchen wir immer lange einzuatmen, lange, lange, lange. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Und dann wieder lange ausatmen. Während dieser langen Ausatmung zieht ihr in die Dehnung. Und dann atmet ihr aus. Irgendwann merkt ihr, die Luft ist raus. Und dann nochmal tief einatmen. Und nochmal ziehen in die Dehnung. Und nochmal die Beine ein bisschen rankrabbeln, Oberkörper ein bisschen zur Seite. Ihr könnt auch ruhig richtig, ihr seid ja für euch alleine zu Hause, richtig für euch die Atmung mitnehmen und auch Geräusche. Das heißt wirklich einatmen und dann ruhig geräuschvoll ausatmen. Außer ihr habt jemanden im Hintergrund, der einen Call hat, dann ist es was anderes. Aber sonst nehmt ruhig die Atmung mit, dann verinnerlicht man das nochmal ein bisschen mehr. Und dann zur Mitte streckt ihr euch lang und macht ein kleines Päckchen, Knie ranziehen, Kinn auf die Brust und beginnt mal zu schaukeln hier vor und zurück. Wer das Schaukeln nicht gerne macht, der kann gerne über die Seite in den Sitz hochkommen. Ne? Vor und zurück. Und beim nächstgrößeren Schaukeln treffen wir uns oben. Lass uns erstmal ein bisschen Kreislauf wieder kommen. Geht auf die Seite. Und von der Seite gehen wir in den Vierfüßlerstand. Jetzt krabbeln wir mal ganz sanft Richtung Knie, sodass wir die Fußspitzen aufstellen können, die Beine einmal strecken. Und dann merkt ihr hier schon in der Schräglage, dass hier eine starke Dehnung spürbar ist. Ne? Könnt ihr ruhig noch mal ein bisschen mehr in diese Schräglage gehen. Atmen. Und dann langsam Richtung Fußspitzen krabbeln. Lasst euch einmal hier hängen. Und jetzt lasst ihr die Arme hängen und kommt langsam Wirbel für Wirbel hoch. Jeder für sich macht das alleine, kommt langsam hoch
Lass die Arme schwer, lass den Kopf schwer hängen, die Beine gestreckt. Und wenn wir oben angekommen sind, erst die Schulter nach hinten tief, Kinn anheben und ein bisschen kreisen. Ich schaffe es nie, wenn wir in den Stand kommen, das macht ihr mal weiter. Die Kameraposition wieder einzunehmen. So ist besser. So, und ein bisschen kreisen und die Brustwirbelsäule geht auch mit. Und dann wollen wir uns wieder etwas wach werden lassen. Arme gestreckt hoch und ab. Und die Brustwirbelsäule, wie gesagt, geht mit. Beine stabil in den Boden stemmen. Oh, dann nehmen wir mal beide Arme hoch. Und wir am Anfang. Strecken und laufen. Geh auf die Fußspitze, geh vor und zurück ein wenig, als würden wir vom Baum pflücken wollen. Rechts und links. Und laufen. Strecken rechts, links nach oben die Arme. Und dann schwingen wir nochmal locker und machen dabei einen Buckel. Lasst euch mal richtig hängen, schwingt euch aus. Schön in den Buckel immer ein bisschen hängen lassen. Und dieser Buckel, den ziehen wir jetzt langsam während des Schwingens immer weiter hoch. Und kommen dann irgendwann oben wieder an. Schwingen noch. Lassen die Füße zum Boden, strecken uns nochmal, atmen tief ein. Und sagen, ja, wir sind fit für den Tag und für die Woche. Und atmen aus. Sehr gut. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Montag. Die Sonne scheint. Das ist doch wundervoll, oder? Das lässt das alles andere so ein bisschen vergessen, wenn die Sonne scheint. Genießt es und ich sehe euch entweder morgen Abend, Donnerstag oder bis nächsten Montag. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüssi.